Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Beaver mit einem weiteren sehr zielstrebigen Video. Heute nämlich eine Zielscheibe. Ha, da war schon der erste Flachwitz der Saison. Also ja, das ist das Digital Target. Ich möchte ganz gerne Digital Target Set nennen. Es klingt irgendwie besser, ich weiß nicht warum. Das Ding habe ich auf Amazon gesehen für 30 Euro. Klingt jetzt ein bisschen viel, weiß nicht, ob es das am Ende wert ist. Ich weiß nur, wir haben hier drei verschiedene Spielmodi. Das heißt, für jeden zahlt man ungefähr 10 Euro. Das ist dann natürlich auch am Ende in der Hinsicht besser, dass man nicht einfach nur, wie sonst bei Nerf Blastern, immer so Becher aufstapelt und die dann wegschießt oder sich selbst eine Zielscheibe aufmalt, solche Spielereien halt, sondern dass man hier wirklich ein bisschen mehr hat, damit das nicht so schnell langweilig wird. Wenn wir jetzt nämlich die ganze Zeit sowieso zu Hause sitzen und nicht miteinander spielen können und keine beweglichen Ziele haben, zwinker, zwinker, ich habe gar nicht gezwinkert, ist mir gerade aufgefallen. Auf jeden Fall zwinker, zwinker. Wenn man keine beweglichen Ziele hat, muss sowas halt herhalten. Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Gucken wir mal, ob es das Ding wert ist. Zwei Bedienungsanleitungen. Sie vermehren sich. Verbrennt es, bevor es Eier legt. Und während man das Ding jetzt eigentlich schon als Zielscheibe benutzen kann, einfach nur um irgendwas zu treffen, macht das jetzt noch nicht wirklich viel Sinn. Wir brauchen tatsächlich noch drei dieser AA-Batterien und die sind natürlich nicht mitgeliefert. Also nochmal ein bisschen extra. Vielleicht hat man was rumliegen, wer weiß. So, einmal hier auf der Rückseite. Ich dachte, ich kann erstmal einfach nur irgendwie ein bisschen verwundert in die Kamera gucken und warten, bis es ausgeht. Die Musik hat nicht von selbst aufgehört. Ich muss es erstmal selbst ausschalten. Naja, sobald die Batterien drin sind und ihr das irgendwie auf den Anschalter hattet, wisst ihr schon gleich, was ihr erwarten könnt. Nämlich erstmal Metroid-Musik oder sonst was hier. Es klingt so, als würde ich durch einen Dungeon laufen und erstmal alles wegballern wollen. Was auch gar nicht mal so falsch ist. Mein Zimmer würde ich auch definitiv als Dungeon bezeichnen. Also dann, wir machen das Ganze hier erstmal an. Da blinkt das Ganze, macht nochmal schön Musik. Das heißt, wenn man irgendwie Leute noch mit dem Zimmer, die man nerven kann, die freuen sich immer drüber. Voll mein Jam. Also, irgendwann geht die Musik wieder aus und dann habe ich mich mal ein bisschen hiermit beschäftigt. Übrigens, damit ich das nicht die ganze Zeit halten muss, ich kann das auch hier erstmal hinstellen. Dann muss ich einmal hier oben das aufmachen. Dann habe ich hier diesen Stand und dann nochmal ein Stück Plastik und dann kann ich das hier anwinkeln. Das hat dann extra so eine kleine Noppen, damit das stehen bleibt. Ich kann das dann entweder hier so diesen schönen, perfekten 90-Grad-Winkel aufstellen oder ein bisschen anwinkeln. Ich glaube, da stand drin bis zu 45 Grad. Ich habe es nicht nachgemessen. Ich glaube jetzt einfach mal, dass es so ist. Also je nachdem, auf welche Höhe man das hinstellt, dass man das dann vielleicht ein bisschen anwinkelt oder dass man das vielleicht ein bisschen schwieriger macht, wenn man so von unten schießt, wenn man nicht gleich alles trifft. Wer weiß, kann man machen, wie man will. Man kann das Ganze tatsächlich auch einfach anhängen. Das einfach wieder zusammenklappen und da hat man hier oben überall so ein paar kleine Noppen, wo man das dann auf den Nagel aufhängen kann, sowas halt. Und der Lautsprecher ist auf der Seite. Das heißt, wenn man das richtig schön gegen die Wand presst, ist das vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Auf der eigenen Seite, auf der anderen wird es vielleicht ein bisschen lauter. Und wenn das dann alles angeschaltet ist, haben wir hier unten dieses Display und da oben nochmal den Modusknopf und den Auswahlknopf. Und da kann man sich einen der drei Spielmodi aussuchen. Ausgewählt ist schon mal Nummer 1 und dann haben wir noch den sehr gut ausgewählten Nummer 2. Und Nummer 3. Ich setze mal ganz kurz meine unsichtbare Lesebrille auf. Wir haben also bei Nummer 1 den Point Counter. Einfach nur, dass man dann 7 Schuss hat und damit versucht man so viele Punkte wie möglich zu haben. Logischerweise, wenn man hier die Mitte trifft, ich habe die Mitte gerade nicht getroffen. Wenn man hier die Mitte trifft, ist schon mal ein guter Anfang. 7 Schuss hat man auf jeden Fall. Da hat man den Speed Breaker, wo man dann in einer bestimmten Zeit so viele Punkte wie möglich machen möchte. Wenn man dann zum Beispiel, wie hier auf dem Karton abgebildet war, so eine Hyperfire hat, dann kann man da natürlich auch eine Menge mit reißen. Weil die schießt schnell. Und der Accuracy Blast. Denn wir haben hier tatsächlich nochmal schöne LED-Lichter mit bei. Und sobald da irgendwas aufleuchtet, musst du das treffen. Und erst dann kannst du weitermachen. Und das ist dann so, dass du dich genau trainierst. Ein richtig schöner Nerf-Scharfschütze wirst, dass du genau die richtige Plastiksektion triffst. Naja, ich will nicht verurteilen. Ich wähle jetzt erstmal den ersten Spielmodus aus. Und dann drücke ich Auswahl. Danach ist da dieser Einspielermodus aktiviert. Und dann kann ich hier nochmal auf Modus drücken. Und dann kann ich nochmal aussuchen, ob das jetzt ein Spieler oder zwei Spieler ist, was man halt so im Raum hat. Drei Spieler, vier Spieler geht nicht wirklich. Vielleicht kann man sich nach ein, zwei Schüssen abwechseln. Wir haben ja 7 insgesamt. Weiß nicht, ob man das genau aufteilen möchte. Also jeder kriegt 3,5. Aber wenn man das fertig ausgewählt hat, drückt man nochmal auf Auswahl. Ich nehme an, da kommt wieder gute Musik. Mal sehen. Ah ne, jetzt leuchtet er erstmal schön auf und ich kann dann... Wäre das jetzt Accuracy Blast, wo man dann die ganzen aufleuchtenden Sachen treffen muss? Das wäre ein bisschen hektisch. Aber naja, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, mal ganz zufällig, wie das bei mir so typisch ist, die Mitte treffe. Das ist jetzt wirklich eine Arcade-Maschine hier gewinnen. So. Das gefällt mir. Achso, wenn ich die 10er treffe, ist es nicht gleich so ein triumphales Jawohl, du bist der Beste, du hast es geschafft. Okay, macht auch ein bisschen mehr Sinn. 10er macht also den Kram hier. 20er macht den. Das ist doch schon ein bisschen laut, aber du musst die ganze Nachbarschaft wissen, dass du gewinnst. Alter.
das kannst du statt der Disco-Kugel einfach hinhängen. Stell euch das mal wirklich vor. Ihr hängt das dann hier drauf, irgendwo so in den Raum. Es dreht sich die ganze Zeit hin und her. Und wenn richtig getroffen wird, dann gibt es richtig Dance-Mucke und du kannst abgehen. So, und wenn ich jetzt mal so tue, als hätte ich Freunde und mache den Zweispieler-Modus. So, dann 3, 2, 1, es geht los. Dann tun wir jetzt mal ganz so, als hätte ich, also hier sieht man dann übrigens diese rote Lampe. Das heißt dann, der Spieler 1 ist dann, er hat jetzt 7 Schuss frei. Ich mache mal ganz kurz, sagen wir mal, mein Vater da hinten schießt mal drauf und ich mache das mal so, wie es sein soll, von wegen. Tja, leider nicht ganz getroffen. Die Zielscheibe klingt sogar enttäuscht, meine Fresse. Und dann hier die blaue Lampe, Spieler 2. Warum klingt die trotzdem enttäuscht? Das gefällt mir nicht. Das ganze Video ist nur irgendeine Knöpfe drücken und dann yeah, Dance Party. Dabei kann ich gar nicht tanzen. Aber ja, man kann dann jedem, wird immer angezeigt, welcher Spieler gewonnen hat. Das war jetzt Spieler 2 mit seinen 200 Punkten und nicht der Spieler 1 mit seinen 70 Punkten, Herr Vater. Modus 3, wo ich dann immer was treffen muss. Dann machen wir praktisch Dance Dance Revolution, wo du so dieses Feld unten hast und du musst immer treffen, so. Immer wenn das auf dem Bildschirm angezeigt wird, musst du genau das mit den Füßen treffen. Ein Tanzsimulator halt, ne? So ähnlich kannst du das eigentlich hier machen. Dass du immer das Richtige triffst. Also ja, ich bin jetzt beschäftigt. Ah, du hast hier sogar. Weißt du, du hast eine bestimmte Zeit dafür. Du kannst also, wenn du schnell nachlädst, durchaus noch treffen. Moment. Ah, du hast hier 3, 2, 1. Wieder nicht getroffen. Und dann hast du 10 Sekunden für den nächsten. Punkte. Alter, ich bin richtig investiert in dieses Spiel. Ich hatte damit nicht gerechnet, aber ich glaube, das ist so von wegen, wenn man mir einen Kreiser gibt, kann man mich auch so für 2 Tage damit beschäftigen. Nur ich habe mir eine Switch gekauft und irgendwie ist das hier trotzdem noch sehr interessant. Es ist auf jeden Fall ein bisschen interessanter, als wenn du einfach nur irgendwie eine Zielscheibe selbst anmalst und hinstellst oder dann was umfällt oder du mal Becher stapeln musst. Hier musst du mal den Spielmodus neu aussuchen und anmachen und dann aussuchen, ob du zu zweit spielen willst, sowas halt, ne? Es hat vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür leuchtet es und macht Geräusche. Und insgesamt finde ich das interessant. Man kann mich, wie gesagt, sehr leicht mit sowas beschäftigen. Ich persönlich stehe auf sowas mehr. Manche Leute wird es auf jeden Fall nerven, weil es eben so laut ist. Man kann übrigens mittendrin einfach so den Sound abbrechen, wenn man nochmal auf Modus drückt. Habe ich jetzt so für mich rausgefunden, weil hinten immer ständig den Lautsprecher zuhalten, hat sich nicht wirklich als großartig erwiesen, hat nicht funktioniert. So, dann mache ich jetzt nochmal diesen zweiten Speed-Modus. Oh yeah, ein Spieler. Ich habe keine Freunde. 3, 2, 1, 30 Sekunden. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Also ja, das Ding kriegt man bestimmt auch mal irgendwo günstiger. Ich würde jetzt sagen, 30 Euro ist ein bisschen viel, wenn man bedenkt, dass man tatsächlich auch einfach nur selbst irgendwelche Becherziele aufstellen kann. Das geht ja auch. Es kommt dann wirklich darauf an, ob man sowas wirklich viel benutzt. Wenn man weiß, boah, ich mache sowas ständig, damit kannst du mich wochenlang beschäftigen. Dann wäre es vielleicht 30 Euro wert. Ich weiß natürlich nicht, wie das bei euch ist. Ich weiß nur, ich will jetzt erstmal selbst ein bisschen drauf feuern. Mal ausprobieren. Man kann übrigens auch einfach X-Shot oder Busby-Blaster oder sonst was nehmen. Das funktioniert eigentlich mit allen Blastern, mit allen Pfeilen. Du musst nur genug Kraft drauf ausüben und wie gesagt, du kannst auch draufhauen. Das macht auch Spaß. So, mal gucken, ob ich überhaupt was reißen kann hier. Jetzt verstehe ich diese ganze Tendenz mit den Fortnite-Tanzen. Weil wenn jedes Mal, wenn ich einen Kill kriege, wenn mir dann irgendeiner Musik abspielt, jawohl, natürlich tanze ich da auch, wenn ich es gar nicht kann. Nee, Spaß beiseite, 160 Punkte. Mal sehen, was ihr so alles hinkriegt aus der Reichweite mit der Vagabond. Wenn ihr übrigens die Akku-Strike-Pfeile benutzt, geht das natürlich noch ein bisschen besser, weil die sind ein bisschen genauer. Umso weiter ihr das dann wegstellt, umso größer die Schwierigkeit. Jetzt aus der Entfernung kriegt jeder vielleicht eine 50 geschossen. Ich hab's nicht hingekriegt. Die sagen hier, das ist ein digitales Ziel. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich nur ein normales Ziel, aber dass du halt Sound und LED-Lichter und sowas hat. Aber wenn du richtig was Digitales haben möchtest, wie wäre es folgendermaßen? Kennt ihr diese Handystifte, wo man noch extra auf dem Touchscreen mit rumtatschen kann, logischerweise? Wie wäre es, wenn man das auf so einen Nerf-Pfeil mit drauf tut, auf die Spitze? Und dann nimmt man sich ein Tablet und lädt sich extra eine App runter, die genau sowas hier hat. Noch mit 1000 verschiedenen Spielmodi, du kannst verschiedene Spieler anzahlen, kannst du alles einstellen. Stell dir das mal vor. Und dann schießt du immer schön aufs Tablet. Das wäre auch eine Idee. Also falls Nerf sowas irgendwie rausbringen kann, irgendwie solche Pfeile extra dafür, das wär's doch.
Und dafür dann noch eine App, da kannst du das mit jedem Handy machen. Einfach mit einer Jolt irgendwo hinstellen, bam. Dann noch ein Nerf Popsocket, damit das Ganze schön stehen bleibt als ein Ziel. Leute, ich nutze den Markt aus. Naja, müssen wir mal unten in die Kommentare schreiben, ob das eine gute Idee ist, ob ihr sowas cool findet. Ich weiß auf jeden Fall, das Ziel werde ich mir irgendwo hinstellen. Wenn es die Nachbarn nicht zu sehr nervt, werde ich auch ein paar Mal draufschießen. Weil tatsächlich Nerfs benutze ich inzwischen nicht mehr wirklich irgendwie für Battles gegen andere Leute. Ist auch ein bisschen schwierig, das Ganze zu organisieren inzwischen. Aber einfach nur mal hinstellen, ab und zu was rumschießen. Es macht Spaß. Gut, Schuss, das hatten wir jetzt schon. Ich laufe da mal mit dem Ding hier rum, wie so ein Ghetto-Blaster. Darauf immer um den Block ein bisschen Mucke machen. Und dann viel Spaß beim Tanzen mit dem Ding und einen schönen Tag noch. Es klang zu formal. Macht's wie ich, beißt euch durch, euer Mensch Bieber. Ciao.